Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben ja Bowman etwas näher kennengelernt und wir hatten hier einen Jumpscare. Der ist von der Decke runtergesprungen und hat uns da ganz schön erschreckt und uns vergiftet, so wie es aussah. Und wir müssen ihn jetzt verfolgen. Der ist auf der Karte, der ist oben. Auf dem anderen Stockwerk. Da ist der, genau. Genau, Leute. Und die letzte Folge war saugruselig. Wirklich. Genau in diesem Raum hier, Tierzucht. Das war schon echt heftig. Und da liegen wieder Würmer rum. Moment, wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal hier die andere Knarre. Lad schneller nach. Weil, da kann ich die Würmer mit abschießen. Ah, verdammt. Da hat es zu lange gebraucht zum Nachladen. Oh Gott, ja. Ich spiel's direkt nach der letzten Folge. Und ihr. Und weg damit. Die Knarre ereignet sich nämlich am besten für diese Würmer. Wirklich. Sie ist doch da drin. Da, genau. Oh nein, das ist ein Schleimteil. Okay, Leute. gut, dann machst du bei dem Schleimteil mal bitte hier Dings. Ein großes. So, Batz. Weg damit. Das hört sich so eklig an mit den Schleimdingern, wirklich. Da ist noch eins. Okay, Nekrosis. So. Direkt mal hier die Gegner. Ja, genau, das war der Raum hier. Diese ekligen Affengeräusche. Genau, wir haben jetzt hier die Hydra-Muni. Und davon haben wir unendlich, Leute. Das ist so gut. Wir haben unendlich Hydra-Muni. Gegengift brauche ich nicht. Genau diese Scheißgeräusche hier, ey. Schnell raus. Mann. Ey. Diese Geräusche. Oh, hier sind diese... Oh, Dinger. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, jo. Schießen wir die einfach mal kaputt da. Los. Und jetzt den da hinten. Der andere will ich anschießen. Ach, verdammt. Okay, dann so. So. Boah, das wusste ich gar nicht, dass die Fireflies so geil gegen die sind. Richtig krass. So, Rifle, nee, brauche ich nicht. Oh, gut, Leute, wir müssen nach oben. Das heißt, Moment, bevor wir nach oben gehen, können wir doch hier noch weiter gucken. Genau. Können wir doch hier noch diese Türen hier checken. Genau, dann mache ich das mal. Hier diese Tür, eine kurze Pause. So, da bin ich wieder. Was haben wir denn hier? Particular Area connected in... Weiß ich nicht. Okay. Ein Aufzug. Da können wir sogar rein. Was? Wie? Okay. Ach, das war dieser Raum. Moment, ich erinnere mich. Nimm mal Bugshots bitte. Und mach hier mal prophylaktisch bitte einmal einen Metabolismus. So, damit wir da keine Stufenzustände kriegen, weil die verschiedenen Farben, die initiieren Zustände. Ah, hier sind überall so Kameras, ne? Und dieser Raum sieht verdammt interessant aus, Leute. Schaut euch das mal an. Hightech vom Feinsten hier, wirklich. So. Hightech vom Feinsten, wahrscheinlich militärisch. Das erinnert einen doch an den Akropolis Tower. Mit dem Elektroteil, ne? Mhm, wir erinnern uns. So, 60 XP, 0. Oh, und diese Musik hier. Diese Musik hier ist so heftig. Oh, du meine Güte. Ach du Scheiße, die Musik ist so krass. Was ist das hier für eine Box? Keine Ahnung. Das ist so ein heftiger Raum hier. Oh, Leute. Puh. Hier ist auf jeden Fall... Leute, was ist das denn? Neo Arc. Krass. Wir sind in einem neuen Gebiet, Leute. Oh, diese Sounds, ey. Boah, was? Ich spüre eine immense Kraft unten. Meine Mitochondrien resonieren, verbrennen. Ein normaler Mensch würde das keine Sekunde aushalten.
Nicht einmal ich könnte darunter. Ich muss es anders angehen. Ein Aufzug. Unten ist eine Barriere. Oh, Leute. Oh, ich muss hier raus. Oh, das ist eklig. Leute, geh raus. Wie gesagt, wir machen einen schönen Story-Durchgang hier. So. Da hat jemand kommentiert. Vielen Dank. Oh Gott. Das war schon echt creepy da unten. So, Leute. Haben wir jetzt hier noch rechts noch geradeaus und rechts noch Türen. Können wir hier rein. Forschungslabor abgesperrt. Okay, gut. Da will ich auch erstmal nicht rein. So. Dann, mal hier raus. Fahrstuhlhalle. Auch zu. Okay, Leute, wir müssen hoch. Zu dem Bowmander. Alles klar. Oh, der Raum gerade, der macht einem echt Angst. Ohne Scheiß. Ich weiß, ich kenne das Spiel zwar, aber bei diesen Geräuschen kriegt man immer wieder eine Gänsehaut. Ah, hier sind wieder O's. Okay. Ja, dann kommt mal raus hier, los. Genau. Oh, falsche Muni. Verdammt. Firefly, komm. Lad schneller nach. Oh, gut. Egal, Leute. So. Und der will weg. Hier. So, den habe ich noch einmal gekriegt. Hier. So, heil dich mal bitte. So. Und batz. Weg mit dem Ding. Ja, die Fireflies werden langsam knapp. Ich merke das schon. Medizin 2, hätte ich das gewusst, ey. Kann man die nicht irgendwie umtauschen? Weihwasser. Nee, leider nicht. Die muss weg. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich nicht geheilt. Naja, egal, Leute. Wir müssen nach oben. Okay, gut. Hier war ja nichts mehr, ne? Oh, Buckel. Genau, hier war ja nichts mehr. Wir müssen wieder hier hoch, Leute. In diesem Bowman da hinterher. Gut. Alles klar. Hier haben wir ja angefangen, ne, beim letzten Mal. Genau da. Da müssen wir jetzt hin. Okay. Diese Brandspuren. Genau wie im Traum. Das ist wohl kein Zufall. Natürlich ist das kein Zufall. Ah ja, die waren hier. Okay, Leute. Telefon. Gibt's da irgendwas Neues? Verstärkung? Das geht nicht. Gerade sind NMCs in einem Hotel aufgetaucht. Ich kann niemanden schicken. Hey, was für ein Penner. Das hier ist doch eine größere Sache als so ein paar NMCs. Hier geht's um A-NMCs. Naja, egal, Leute. Wisst ihr was? Gehen wir mal hier rein. Desinfektionskammer. Während der Desinfektion wären die Türen verriegelt. Das ist nicht konsequent. Die Anlage ist sowieso außer Betrieb. Bist du sicher? Ich nämlich nicht. Man weiß es doch nicht, ah ja, Mensch. So, gut. Ja, das passt soweit, komm. Gut, dann gehen wir mal da durch. Oh! Ach du Scheiße! Oh, was ist denn jetzt los? Holy shit! Was zum Henker? Oh, Eier, du wirst vergast. Verdammt. Oh, los, hier, raus hier. Scheiße, eingesperrt. Oh, geht nicht auf. Verdammt. Okay, wir müssen uns beeilen hier. Los, Eier, mach hier. Ah, wir kriegen Schaden. Oh, mach schnell. Genau, die Sprechanlage. Hallo? Ich bin eingesperrt. Kann mir jemand helfen? Ja, komm. Ich will deine Kräfte sehen. Wer ist da? Was soll das? Ey, aufgelegt. Ah, verdammt. Sinnlos anzurufen. Gut, da müssen wir jetzt nämlich einmal hier runter. Und zwar, hier in dieser Szene gibt es hier diesen Abfallschacht, Leute. Abfallschacht. Kleidung hier entsorgen. Der Schacht scheint ziemlich tief zu sein. So gefährlich. Keine andere Wahl, Leute. Wir müssen hier raus aus dieser Gaskammer. Da will uns irgendeiner richtig verarschen. Geh hier raus, Eier. Los. Um Gottes Willen, ey. Oh.
Puh. Ah, schön rutschen. Okay. Auch nicht schlecht. Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, das ist wieder ein Racer da draußen. Plupp. Heilige Scheiße, ey, wirklich. Da trinke ich jetzt erstmal was. Das ist schon krass, ja. Autsch. Dein Rücken, ne? Ja, ich habe auch Rückenprobleme manchmal. Oh Gott. Ein kuntermunter Müllberg. Wir sind in der scheiß Müllanlage, ey. Methangas, ich ersticke ja fast. Warte mal, Müllanlage, Müllentsorgung. Ich sag nur Shits. Also dieses Vieh da. Von dem Brief da. Gut, dann heil dich nochmal. Dann nimmst du bitte einmal MP-Wasser. Oder eine Cola, genau, eine Cola. Nimm... Nein. Nimm, ah, warum ruckelt das denn? So, nimm die Cola, los. Gut, wir sind voll, Leute. Ich kann euch nämlich sagen, jetzt wird's krass. Den rühre ich lieber nicht an. Ja, okay, Leute. Gut. Eine Munitionskiste. Sie ist ja noch voll. So eine Verschwendung. Hydra, ja, nimm die mal mit. Ah, ja. Okay, gut. Was haben wir hier unten noch? Eine Munitionskiste. Okay. Ah, nee, die normalen, die brauche ich nicht. Nein, 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 nein. Geh weg. So. Nein! Ach! Moment. Wie groß ist denn die Munikiste, verdammt? So, dann mach die weg da, los. So. Okay. Dann... Oh Mann. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ey. Darf ich vorstellen, das ist Schiss. Ach du Kacke, Leute, wie das Ding aussieht. Neuer Bosskampf hier. Ein Müllmonster. Richtig gut, ey. Ein Müllmonster, Leute. Und bei dem müssen wir aufpassen, weil, wie ihr seht, der saugt. Der saugt uns hier ganz schön ein, du. Und genau deshalb... Ah, nimm dir mal den Granatenwerfer-Eier. Und schieß da mal rein, da in den Mund. Genau, wir können nämlich nur in den Mund schießen, wenn er auf ist. So, bei dem Boss gibt es noch was zu sagen. Und zwar, wenn er die Attacke macht, kommt da Schatten auf den Boden. Und da kommt diese Wasserspritzer da. So, oh, nächster Bosskampf hier, das Müllmonster. Ja, ja. Das ist, glaube ich, die Shits, die sie da entsorgt haben. 600 Schaden, Leute. Ja, wir müssen bei dem echt aufpassen, weil der uns einsaugt. So, geh weg, geh weg. Um Gottes Willen, Eier. genau. Genau, ansonsten... Wir müssen warten, bis er uns einsaugt. Hör auf. Hör auf mit dem Mist. Weil sonst geht's nicht. Wenn wir das da oben anschießen, das ist sinnlos. So, der kommt näher. Boah, jetzt ist der richtig nah. Um Gottes Willen. Ah ja, geh zurück. Und schieß da drauf, da los. Boah, 600 Schaden, das ist schon echt geil. Okay. Und lauf! Da kommen diese Wasserdinger da. Ach gut. Okay, Leute. Macht er jetzt hier irgendwas anderes? Der hat nämlich ganz viele Attacken. Schau, schau mal! Der hat seine Zunge rausgestreckt. Richtig gut. Das war's schon. Ernsthaft, Leute? Tatsächlich, das war's schon. Ey, normalerweise ist der schwerer. Oh, der sieht schon echt eklig aus. Ich schaut euch den mal an. Der ist schon echt widerlich, ey. Boah. Was für eine Fresse der hat. Ernsthaft? Das ist nicht deren Ernst. 4 Granaten oder 5 Granaten? Und das war's? Okay.
nehmen wir die Granaten mit. Da, den habe ich echt schwerer in Erinnerung. Weil normalerweise hat er noch hier Giftattacken und der kann sich heilen normalerweise. Und kann einen am Boden festkleben. Aber das war ja gar nichts. Das war ja die Baby-Version, aber gut. Ist er tot? Ein Gestank wie verbrannter, fauler Fisch. Er besteht aus mehreren unterschiedlichen Kreaturen. Das war wohl doch nicht Schiss, okay. Der Biomüll hier hat sich wohl selbstständig gemacht. Wenn er mich gefressen hätte, wäre ich auch schauderhaft. Armes Vieh. Wie Müll wurde er hier einfach entsorgt. Ja, also ist die Schiss quasi ein Teil davon, okay. Er löst sich ja nicht auf. Vielleicht ist er durch den Elektroschock nur ohnmächtig. Wenn er jetzt aufwacht, hätte ich keine Chance. Ich muss schleunigst hier raus. Er ist bewusstlos. Ich rühre ihn lieber nicht an. Ja, ja, das ist keine gute Idee. Das stimmt schon. Gut. Leute, wir müssen hier raus. So. Aber das Ding ist doch nicht tot. Ja, natürlich. Seht ihr? Das Ding ist natürlich nicht tot. Natürlich lebt er noch. Ach du Scheiße, ey. Das sieht echt schon echt geil aus, ey. Wirklich, Leute. Gut. Hier bei dieser Stelle gibt es eine andere Taktik. Und zwar, wir müssen ihn hier hinlocken, Leute. Wir sind jetzt hier quasi in diesem Müllschacht. Und wir müssen den hier hinlocken. Und zwar hier vorne. Hier gibt es so eine Pedal, genau. Bin wohl auf ein Pedal getreten. Entsorgungslift. Einmal treten hoch, zweimal treten hinunter. Okay. Gut. Wir müssen jetzt nämlich hier auf so einen Aufzug warten. Das ist ganz cool gemacht eigentlich hier in dieser Szene. Okay, das Vieh ist da. Jetzt am besten nicht einsaugen lassen. Wir müssen da immer gegenrennen. Und genau, warten wir, bis dieser Aufzug kommt. Der braucht einfach nur sehr lange. Deshalb. Da seht ihr das da. Jetzt sprüht er zum ersten Mal Gift hier. Das sind Giftwolken, Freunde. Und ja. Normalerweise nervt das richtig. Aber jetzt. So, der Aufzug ist da. Sehr gut. Und mach mal hier Dings mal. Energy Shot. Und lauf! Um Gottes Willen. Boah, nicht einsaugen lassen von dem, ey. So, 590 Schaden. Reingeknallt. Oh. Ui, und der kommt, okay. Genau, Leute, der muss vollständig hier drauf. Der muss vollständig auf das Ding hier drauf. So, boah, geh weg. Das ist schon eklig, ey, wirklich. Und schieß noch. Ach, schade. Ah, doch, okay. Ahaha. Sehr schön. Schön auf das Maul schießen da. Okay, und... Oh, 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 und er kommt hier drauf, okay. Ja, der fährt runter. Sehr cool. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch hier. Hier drauf. So einfach ist das, Leute. Schaut euch das mal an. Der wird zerquetscht, wie geil. Wie geil ist das denn? Boah. Ja genau, Aya, du stehst da ganz cool, ne? Ganz cool so, pah. Schon geil, ja? Das war doch mal cool. Richtig, richtig cooler Bosskampf. Und wir haben jede Menge XP. Und eine Medizin 3. Tauschen 2. Benutzen. Will ich eigentlich nicht liegen lassen, aber... Ja, kommt. Ist egal. Aha! Müllverbrennung in 5 Minuten. Genau, Leute. Allerdings müssen wir jetzt hier nochmal zurück da vorne, weil da vorne ist ein kleines Secret in diesem Dumping-Hole da vorne. Da, wo wir den Boss das erste Mal gesehen haben. Da würde ich sagen, laufen wir da mal kurz schnell zurück. Du bist langsam, Aya. Nimm bitte deinen Granatenwerfer aus der Hand. Nimm bitte hier die. Bugshots? Ja, ja, Bugshots. Mhm. Okay, Leute. Wir müssen nämlich nochmal kurz zurück.
So, wir müssen nämlich schnell sein, weil in 5 Minuten geht das Ding in die Luft oder, keine Ahnung, verbrennt es den Müll hier. So, ganz schnell hier zurück, weil da, wenn wir jetzt da weiter hinlaufen, seht ihr das? Da ist eine Kiste. Das ist so ein kleines Secret. Schaut mal. Neuer Müll. Ich schaue sicherheitshalber mal hier hinein. Da ist was, Leute. Schaut mal, das ist ein Ring. Und wir haben da volles Inventar. Oh, Leute, ich will nichts mehr wegschmeißen. Nein, komm dann. Schmeiß diese Spartan-Muni weg. So. Den Ring, der ist nämlich wichtig. So, Leute. Dieser Ring bringt, glaube ich, Zusatz-Item nach jedem Kampf, ne? Ein handgemachter Wandschmuck. Ein indianischer Schmuck steckt man in die Tasche. Medizinrad, Leute. Indianischer Schmuck. Kämen wir das nicht irgendwo her? Das ist aus Dryfield, Leute, das Teil. Okay. Ja, richtig gut. Ich glaube, das bringt Zusatz-Items oder dass wir mehr Schaden machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr das wisst, bitte in die Kommentare schreiben. Gut, Leute, dann gehen wir mal schnell mal wieder zurück. Und hier kommen Gegner. Schaut euch das mal an, ey. Okay, wisst ihr was? Das ist ein typischer Fall hier für Stings. Neue Gegner, schaut euch die mal an. Die lachen uns kaputt hier einfach. Oh, das Flair, das bringt hier nichts. Okay, gut. Schaut euch mal an, die lachen uns aus. Oh Mann, Leute, ey. Irgendwie so Müllgegner hier, ja. Boah, Explosion. Alles Mögliche hier drin, wirklich. Mach mal hier Dings. Combustion. Oh, mach Combustion. Trifft das? Ja, eins da hinten, okay. Oh, die machen so viel Schaden, Leute. Heil dich mal. Müllverbrennung in 4 Minuten. Oh, diese Explosionen, die sind echt heftig. So, dieses Ding da kaputt. Das ist ja mega eklig hier. Einfach so irgendwelche Müllgegner. So, mach diese Lacher da kaputt. Die sind echt lachhaft. Ja, ja. Oh, schaut euch die mal an. Das sieht so aus wie so diese Pferde da. vergiftet auch noch. Okay. Das sieht aus wie so ein Pferd. Die Gegner, ey, die sind so ekelig, wirklich. Nein, nicht explodieren. Oh Gott, was ist das? Leute, das sind richtig komische Gegner. Wirklich. Aber das ist irgendein... Okay. Leute, ich habe keine Zeit mehr für euch hier. Los, mach mal einen Feuerball. So. Da ist noch einer. Wie viele Gegner? Oh, Mensch. Richtig viele komische Gegner hier. So, Leute. Mach mal hier Dings. Ah, nee, eigentlich brauche ich mich nicht heilen. Mit Verbindung in 3 Minuten. So. Wir kriegen nämlich jede Menge Dings dazu. So, Leute. Boah, geiler Kampf. Wirklich. 6, ein Bonus. Seht ihr? Schaut mal. Das Ding ist für Bonus-Items. Proteinkapseln benutzen, Leute. Erbes kann weg. Ich glaube, die Proteinkapseln waren der Bonus. Boah, dieser Alarm ist schon sehr laut, ne? Obwohl, nehmen die einfach mal mit, die Airburst. So. Oh, ich will hier raus, Leute. Dieser Alarm ist schon nervig laut, ja? Oh, Gott sei Dank. Nein, er geht... Oh, noch mehr Gegner. Bitte, was? Wieso das denn? Verdammt nochmal, das ist so eklig hier. Wirklich. Die lachen uns einfach hier aus. Das ist... Es kommt angerobbt. Okay. Boah. Okay. Boah, ist schon echt widerlich hier, ja. Mach mal Plasma. Mach einfach dreimal Plasma. Komm. Ah ja, los. So. Der lebt immer noch. Was? So. Boah, ey. Die Gegner hier. Die lachen uns aus. Das ist so geil. Leute, hört euch das an. Leute, wir müssen hier raus. Oh, das ist so widerlich, wirklich. Machen wir hier Combustion. Los. So. Alter Schwede.
Wie viele noch? Leute, Combustion. So. Alter Schwede. Das ist noch einer. Müllverbrennung in 2 Minuten. Also so langsam müssen wir hier raus, ja? Das sind viele Gegner hier. So. Genau. Oh Mann, Leute. Gut, da ist... hier sind noch 2. Bitte, was? Mach schneller. Oh, da ist noch so... noch so Explosionsdinger. Gut. Okay. Boah, wir sind fast tot, Leute. Eine Zusatztasche. Sehr nice, Leute. Medizin 2. Benutzt die einfach. So. Zusatztasche auf jeden Fall mitnehmen. Das ist nämlich das Bonus-Item. So, Leute. Und dann schnell raus hier. Los. Hier ist nämlich eine Tür. Ist da jemand? Aufmachen, bitte. Jemand? Ist da wer? Aufmachen. Oh, Gott sei Dank, dieser scheiß Alarm ist weg. Ach nein. Kyle, du lebst? Endlich duzen wir uns. Zum Henker. Ich meine, danke. Das war knapp. Oh. Tja, vielleicht mag ich halt lieber roh als gar. Was? Was hast du getrieben? Diese Pferdemonster haben mich im Stollen überfallen. Da war doch ein Abgrund. Ich bin zusammen mit ihnen abgestürzt. Ah, deswegen das Loch. Okay. Mhm. Bist du verletzt? Ich hatte Glück. Die Pferde haben den Sturz abgefedert. Als ich zu mir kam, lagen da diese Monster. Ich wäre fast wieder ohnmächtig geworden. Hm. Ich mag dein Lächeln. Was? Idiot. Wir sollten hier raus. Kleiner Schmutzfink. Dirty Talk. Du stinkst ja auch nach Müll. Oh Mann. Ja. Kyle ist wieder da, Leute. Der hat's also tatsächlich überlebt, ne? Oh, schaut mal seine Waffe, cool. Der hat also tatsächlich da die Mine überlebt. Ich hab's euch doch gesagt, dass das nicht Kyle war, das Pferdemonster. Aber ja, okay. Ich will einfach mal, ich mache hier mal einen Safe State. Ich will einfach mal probieren. Drin ist es zu heiß. Ich will da nicht mehr rein. Ja, okay. Nee, das geht nicht, okay. Ja, Leute, wir haben Kyle wieder da und die Sequenz eben, die war schon ganz schön heftig, ne? Aber wir sind nach wie vor siegreich geblieben. Haben allerlei Items, haben eine Zusatztasche. Das heißt, wir können unsere Weste mal wieder irgendwann wechseln. Werde ich mir genau überlegen, wie ich das mache. So, Leute. Was habe ich denn nicht drin? Ich habe keine Medizin drin. Okay, Medizin 3 einfach. Komm hier, zack, zack. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich noch kurz das Telefongespräch mit. Hm, freut mich zu hören. Ich werde diesem Mann eine Auszeichnung schicken. Seien Sie weiterhin auf der Hut. Oh, das passt ja wieder genau richtig, Leute, mit meiner Uhr hier. Genau. Dann würde ich mal sagen, mache ich hier ein Safe State. Und wie es jetzt hier weitergeht in der Müllverbrennungsanlage, Freunde, würde ich sagen, sehen wir jetzt das nächste Mal. Wir haben ja schon einiges erlebt wieder, diese Folge, ne? Wir hatten unser schönes Trash-Monster und ja, haben den Bosskampf schneller gepackt, als ich dachte. Und ja, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.